dann hat das nichts mehr mit dem zu tun, wofür eigentlich diese Parteien oder diese Ministerien da sind und die Parteien gewählt wurden. Und deshalb haben wir dann gestern auch klipp und klar gesagt, wenn die zwei Parteien den ländlichen Raum verkaufen, und die Kuh ist ja noch nicht vom Eis. Die Ackerbaugeschichten, die sind auf 3 Jahre verschoben. In 3 Jahren sind wir mitten in der Legislaturperiode, da haben wir keine Wahlen. Die haben das schon so gesetzt, haben schon geguckt, wer hat denn alles Wahltermine, wen könnten sie sonst die Wahl versauen. Und in 3 Jahren soll ja noch mal geschaut werden und dann eventuell angepasst werden. Also die wollen das einfach auf 3 Jahre weghungern. Das ist ihnen dann auch egal, dann ziehen die das durch und enteignen trotzdem. Und dann haben wir gesagt, wir helfen dann den Parteien bei der Entscheidungsfindung. Ich habe dann gestern ausgerufen, dass wir jetzt in allen Bundesländern vor allen Zentralen der CDU und der SPD die Bürger aufklären, warum diese Parteien für den ländlichen Raum nicht mehr gut sind, eigentlich nicht wählbar sind. Und wir sind jetzt dabei, gerade die Entwürfe zu machen, bundesweit einheitlich an die Feldränder, und da sind sich alle Verbände, alle einig, bundesweit einheitlich unsere Anhänger als Werbeträger, Wahlwerbeträger an die Felder stellen. Ja. Darauf wird dann auch stehen, warum der ländliche Raum von wem kaputt gemacht wird, dass es wichtiger ist, den Regenwald abzubrennen, um irgendwo dort Lebensmittel für Europa zu produzieren, dass der Landwirt hier weg muss, weil die Industrie muss liefern können und braucht das ja bezahlt. Wir helfen jetzt diesen zwei etablierten Parteien, die uns das eingebrockt haben, bei der Entscheidungsfindung. Und ich denke mal, wenn dann verschiedene Bürgermeister, Landräte und alle irgendwo, gerade in Corona-Zeiten, wissen, dass sie nach der Wahl wahrscheinlich arbeitslos sind, weil ihre Flöten da oben irgend so eine Scheiße durchdrücken mussten, dann werden die sich überlegen oder werden die wahrscheinlich auch von der Basis her den Druck aufbauen, den die brauchen, um das Gesetz nochmal richtig zu lesen und um zu verstehen, dass wir uns nicht kaputt machen lassen. Und die ersten Resonanzen gab es bei vielen, hast du heute früh im Camp gemerkt, haben heute Nacht noch, das ging ja rum wie Lauffeuer, diese Meldung, dann haben heute Nacht schon die Telefone heiß geklingelt und dann haben ihre Abgeordneten gesagt, aber doch bitte nicht bei mir und ich war doch immer lieb und ich bin doch auf eurer Seite und ich habe mich doch für euch ausgesprochen. Und dann haben die denen aber auch mitgeteilt, das wissen wir nicht, ob du dich auch hintenrum für uns aussprichst oder ob das nur Lippenbekenntnisse sind. Und ob du dich für uns aussprichst, werden wir merken, wenn das Gesetz weg ist. Weg oder kastriert. Und in diesem Gesetz, das Gesetz könnt ihr machen, Insektenschutz ist ja in Ordnung, hat ja keiner was dagegen. Aber da müsste dann zum Beispiel eindeutig drin stehen, dass dieses Insektenschutzgesetz keinen Einfluss nimmt auf die landwirtschaftliche Produktion in seiner Art und Vielfalt und in seinen Produktionsbedingungen, die wir haben, dass uns damit gar kein Schaden entstehen kann. Und dann hieß es auch in einem Gespräch, oder ich habe halt primäre Gespräche geführt, dem einen hieß es dann, weil wir waren ja auch im Bundestag, wir haben ja auch unsere Kontakte dort, dann kamen Rückrufe und dann hieß es dann heute früh, na, wenn wir jetzt reinschreiben, es wird alles vollumfänglich entschädigt. Ja, dann haben wir aber gesagt, das machen wir auch nicht. Weil wir wissen ja nicht, wer in 3 Jahren dran kommt oder in 5 Jahren Brüssel sagt, das ist nicht rechtens oder, dann ist das Gesetz da, die Entschädigung weg. Weil das sind ja Landwirte, die wollen ja produzieren. Und die Landwirte wollen ja weg von dieser Spirale, in der wir jetzt sind, dass wir mit Fördermitteln im Prinzip rechnen müssen, weil wir sonst krachen gehen und diese Fördermittel uns eigentlich so kastrieren und so in die Zange nehmen und diese Erpressbarkeit auch von den Ämtern, das ist dermaßen ekelhaft geworden mittlerweile und brutal geworden. Und das muss man einfach, wir wollen eigentlich gar keine Fördermittel. Aber wir haben es ja bald geschafft, weißt du? Gott sei Dank. Also wie war es? 11. Februar 2021, 13.18 Uhr, Tag 17 der Proteste in Berlin. Anja und Martin im Gespräch mit Alf Schmidt, dem Anmelder der Demonstration. Erstmal, ja, wie geht's dir? Richtig gut. Richtig gut. Also gestern waren wir eigentlich tief enttäuscht, dass es überhaupt verabschiedet wurde, als er reinging. Aber das war ja Bestandteil des Koalitionsvertrags. Im Kabinett beschlossen wurde. Das war ja Bestandteil des Koalitionsvertrages. Und das ist ja dann ein Geben und ein Nehmen. Die mussten es ja reinnehmen.
Besonders enttäuscht waren wir eigentlich, wie freudestrahlend unsere Landwirtschaftsministerin damit umgegangen ist mit ihrem Hihihi und Haha, und wie toll sie das fand. Und auch wie zum Beispiel Bauernverbandskollege aus, ich glaube, Baden-Württemberg dann hinterher in seinem Film das als tollen Erfolg für die Bauern bezeichnet hat. Aber das zeigt eigentlich nur, wes Geistes Kind der Mann ist. Wir waren, also gestern hast du ja gesehen, viele waren in Tränen da. Viele sind erstmal abgestürzt, konnten nicht mit umgehen. Wir haben dann abends lange Gespräche geführt und haben dann eigentlich mal rausgesucht, was haben wir geschafft. Wir haben mit diesem Druck geschafft, dass ja letztes Wochenende nochmal wirklich bei denen die Köpfe geraucht haben, wie sie uns irgendwo von der Straße locken können und wie sie Ruhe reinkriegen, weil die auch gemerkt haben, dass sie keine Ruhe bekommen. Mhm. Dann gab es ja nochmal Nachbesserungen, dann kam ja auch zu uns regelmäßig dann immer dies und das und die Meldung raus und immer mal haben sie die Nase rausgesteckt, haben geguckt, ob wir noch da sind oder ob wir jetzt gehen. Wir sind natürlich nicht gefahren. Es wurde auf dem allerletzten Drücker gar nicht mit reingenommen. Die ganze Geschichte Vogelschutzgebiete. Mhm. Der Weinbau ist rausgeflogen. Die Apfelbauern sind rausgeflogen, zumindest was Einsatz außerhalb dieser 10-Meter-Zone noch betrifft. Die Gemüsebauern sind rausgeflogen. Der Burgenkäfer darf bekämpft werden. Also die Waldbauern sind eigentlich rausgeflogen. Das sind ja alles Sachen, die in dem Grundgesetz Text stand in dem Entwurf, das haben die alles noch schnell weggemacht. Dann ist reingekommen, die Länderklausel ist reingekommen, das heißt, das sollte ja auch nicht sein, sodass Bundesländer, die schon Vereinbarungen haben oder eigene Vereinbarungen treffen, die es machen können. Niedersachsen zum Beispiel. Ja, auch Bayern oder Thüringen, die Bayern, wir sind bei 5 Meter zu Gewässern, Bayern ist glaube ich bei 4 Meter zum Gewässern. Mhm. Es sollte ja auf 10 Meter zum Gewässer Abstand gehalten werden. Wie wollen die das im alten Land machen? Die Apfelbauern im alten Land rechts, die haben überall ihre Gräben, ihre Entwässerungsgräben, wenn die rechts und links 10 Meter machen. Und wir haben auch gestaunt, dass gestern früh dann bei uns in der stand mit einmal Leute da und sagten, ja, wir haben vorgestern gesehen vom Landtag, wie ihr, oder vom Bundestag, mhm, wie ihr mit der Staatssekretärin dann und wie euch eigentlich auch ganz konkret das Thema altes Land und Apfelbauern angesprochen habt. Das sind wir und wir waren gar nicht da und ihr habt trotzdem darüber gesprochen. Deshalb haben wir uns heute Nacht ins Fahrzeug gesetzt und sind hier runter und heute helfen wir euch. Und wie gesagt, das waren ja auch die Apfelbauern vom Bodensee da mit ihren kleinen Traktoren. Also das war schon beeindruckend und du hast ja gestern auch gesehen, wie viele Verbände gestern zusammenstanden. Die standen ja alle, egal was die, wer, irgendwo, die standen alle zusammen und da stand von keinem die Fahne drüber. Das war ja der Grund, warum wir eigentlich von vornherein festgelegt haben, einer hält den Kopf hin und das soll kein Verband sein. Mhm. Das bin halt ich, aber dadurch konnten sich auch alle Verbände hier treffen und ansiedeln, weil da keiner eine Fahne drüber hatte und da hieß es nicht, ja, alle unter dem Zeichen von Verband XYZ und ihr müsst kuschen und wir geben hier den Ton an, das gibt's ja nicht. Hier gibt's ja so ein gutes Miteinander und am Ende jetzt auch, hier haben sich hier so viele getroffen und haben hier die Kontakte ausgetauscht und haben hier wirklich auf Augenhöhe zusammengearbeitet, wirklich und kameradschaftlich, das ist ja, mit den Jungs würde ich sofort irgendwo früher hätte sie gesagt, ins Ferienlager fahren. Ja. Also das ist, es war ja auch schön, es war ja nicht nur kalt und die Bevölkerung passt, wir haben Essen im Überfluss, wir konnten uns dann hinstellen und konnten dann die Obdachlosenhilfe anfahren und konnten denen auch wieder die Spenden, die an uns abgegangen sind, in die Obdachlosenhilfe schaffen. Also es war, wie gesagt, gestern war das Wundenlecken, bis die alle dann kapiert haben, was wir eigentlich erreicht haben. Im Nachhinein haben wir dann für uns festgelegt, das heißt, das hatten wir in Vorgesprächen schon gemacht, haben wir gesagt, und wenn uns diese zwei Volksparteien da hier nur wegen ihrem Koalitionsvertrag verkaufen, weil das ist nur ein Verkauf, wir stecken in irgendeinem Paket mit drin und der eine will dies, der andere will das und dann werden wir geopfert. Und wenn das so sein soll, und wenn der Staatssekretär im Umweltministerium Flachsbart eben hier den Ton angibt, ich meine, wir wissen alle, das ist der ehemalige NABU-Chef, dann hat das nichts mehr mit dem zu tun, wofür eigentlich diese Parteien oder diese Ministerien da sind und die Parteien gewählt wurden.
Und deshalb haben wir dann gestern auch klipp und klar gesagt, wenn die zwei Parteien den ländlichen Raum verkaufen, und die Kuh ist ja noch nicht vom Eis, die Ackerbaugeschichten, die sind auf 3 Jahre verschoben, in 3 Jahren sind wir mitten in der Legislaturperiode, da haben wir keine Wahlen, die haben das schon so gesetzt, haben schon geguckt, wer hat denn alles Wahltermine, wen könnten sie sonst die Wahl versauen, und in 3 Jahren soll ja nochmal geschaut werden und dann eventuell angepasst werden, also die wollen das einfach auf 3 Jahre weghungern. Das ist ihnen dann auch egal, dann ziehen die das durch und enteignen trotzdem. Und dann haben wir gesagt, wir helfen dann den Parteien bei der Entscheidungsfindung. Ich habe dann gestern ausgerufen, dass wir jetzt in allen Bundesländern vor allen Zentralen der CDU und der SPD die Bürger aufklären, warum diese Parteien für den ländlichen Raum nicht mehr gut sind, eigentlich nicht wählbar sind. Wir sind jetzt dabei, gerade die Entwürfe zu machen, bundesweit einheitlich an die Feldränder. Und da sind sich alle Verbände, alle einig, bundesweit einheitlich unsere Anhänger als Werbeträger, Wahlwerbeträger an die Felder stellen. Darauf wird dann auch stehen, warum der ländliche Raum von wem kaputt gemacht wird, dass es wichtiger ist, den Regenwald abzutrennen, um irgendwo dort Lebensmittel für Europa zu produzieren, dass der Landwirt hier weg muss, weil die Industrie muss liefern können. Und braucht es ja bezahlt. Das ist unsere Meinung dazu. Und wir helfen jetzt diesen zwei etablierten Parteien, die uns das eingebrockt haben, bei der Entscheidungsfindung. Und ich denke mal, wenn dann verschiedene Bürgermeister, Landräte und alle irgendwo, gerade in Corona-Zeiten, wissen, dass sie nach der Wahl wahrscheinlich arbeitslos sind, weil ihre Flöten da oben irgend so eine Scheiße durchdrücken mussten, dann werden die sich überlegen oder werden die wahrscheinlich auch von der Basis her den Druck aufbauen, den die brauchen, um das Gesetz nochmal richtig zu lesen und um zu verstehen, dass wir uns nicht kaputt machen lassen. Und die ersten Resonanzen gab es bei vielen, hast du heute früh im Camp gemerkt, haben heute Nacht noch, das ging ja rum wie Lauffeuer, diese Meldung, dann haben heute Nacht schon die Telefone heiß geklingelt und dann haben ihre Abgeordneten gesagt, aber doch bitte nicht bei mir und ich war doch immer lieb und ich bin doch auf eurer Seite und ich habe mich doch für euch ausgesprochen. Und dann haben die denen aber auch mitgeteilt, das wissen wir nicht, ob du dich auch hintenrum für uns aussprichst oder ob das nur Lippenbekenntnisse sind. Und ob du dich für uns aussprichst, werden wir merken, wenn das Gesetz weg ist. Weg oder kastriert. Und in diesem Gesetz, das Gesetz könnt ihr machen, Insektenschutz ist ja in Ordnung, hat ja keiner was dagegen. Aber da müsste dann zum Beispiel eindeutig drin stehen, dass dieses Insektenschutzgesetz keinen Einfluss nimmt auf die landwirtschaftliche Produktion in seiner Art und Vielfalt und in seinen Produktionsbedingungen, die wir haben, dass uns damit gar kein Schaden entstehen kann. Und dann hieß es auch in einem Gespräch, oder ich habe halt mehrere Gespräche geführt, dem einen hieß es dann, weil wir waren ja auch im Bundestag, wir haben ja auch unsere Kontakte dort, dann kamen dann Rückrufe und dann hieß es dann heute früh, na, wenn wir jetzt reinschreiben, es wird alles vollumfänglich entschädigt. Ja, dann haben wir aber gesagt, das machen wir auch nicht. Weil wir wissen ja nicht, wer in 3 Jahren dran kommt oder in 5 Jahren Brüssel sagt, das ist nicht rechtens oder, dann ist das Gesetz da, die Entschädigung weg. Weil das sind ja Landwirte, die wollen ja produzieren. Und wenn da unten irgendwo einer keine Zuckerrüben mehr produzieren kann oder viele, dann geht auch die Zuckerrübenfirma kaputt. Und die wollen ja produzieren, die Landwirte wollen ja weg von dieser Spirale, in der wir jetzt sind, dass man mit Fördermitteln im Prinzip rechnen müssen, weil wir sonst krachen gehen und diese Fördermittel uns eigentlich so kastrieren und so in die Zange nehmen und diese Erpressbarkeit auch von den Ämtern, das ist dermaßen ekelhaft geworden mittlerweile und brutal geworden und das muss man einfach, wir wollen eigentlich gar keine Fördermittel mehr. Die sollen uns die Waren, die Produkte bezahlen, die sollen uns die Schäden bezahlen, wie bei mir, wenn der Wolf reingeht. Dann muss das ganz klar deklariert sein und dann kann keiner kommen, der Zaun war hier 1 Zentimeter zu tief. Auf einer Strecke von 800 Metern haben wir jetzt doch die Stelle gefunden, wo ein Maulwurfhügel ist, stellen den Zollstock drauf. Jetzt haben wir nur 1,19 Meter, nicht 1,20 Meter und du wirst nicht entschädigt. Diese schizophrenen Geschichten braucht hier keiner. Wir brauchen hier ganz klar eine Politik, dass wir Landwirtschaft betreiben können. Und wenn ich jetzt bei mir sehe, ich weiß nicht, wie das bei uns richtig weitergehen soll oder wie wir das die Kuh vom Eis bringen. Ständig Kontrollen und Kürzungen und jeder weiß, dass sie auf den Wolf zurückzuführen sind. Schäden ohne Ende, immense Schäden eigentlich, das würde niemand mit sich machen lassen, aber mit dem Landwirt kann man das machen.
Und dann schämen sich die Landwirtschaftsämter nicht mal, wenn sie uns dann freudestrahlend, lächelnd auf den Hof kommen und sagen, wir sind von der EU nochmal geschickt worden und wir müssen sie nochmal kontrollieren und wir müssen jetzt diese Wiese fotografieren, damit wir die dann zu diesem Zeitsprung in den Computer eingeben können, damit wir sie dann auch dauerhaft vom Satelliten überprüfen können, vom Computer überprüfen lassen können, weil der sagt Ihnen dann, die Wiese muss in diesem Zeitpunkt, wenn Sie die bewirtschaften, so aussehen. Die sollen uns einfach das Geld geben für unser Fleisch, was uns zusteht. Und wenn das Ausland billiger produziert, dann müssen die Maßnahmen ergreifen, dass wir unseren Markt irgendwo schützen. Das macht jedes andere Land auch. Das lässt keiner zu. Wenn ich sehe, Tschechei hat jetzt festgelegt, ich glaube 50-60% muss aus eigener Produktion sein. Warum geht das nicht in Deutschland? Da heißt es Tschechei, ja, das werden Nazis sein, die sind national. Wir sind nicht national. Gut, dann versucht doch mal in Frankreich Rindfleisch zu verkaufen. Wir haben uns mit Kollegen unterhalten, die sind an der französischen Grenze. Die haben versucht, dort auf den Markt zu kommen, weil dort die Preise stimmen. Den haben die Franzosen klipp und klar gesagt, erst die Franzosen, dann eine Weile nichts, dann nochmal die Franzosen und dann könnt ihr klopfen, aber zu unserer Bedingung. Und nur wir sind eigentlich die Heilsbringer der Welt. Wir müssen überall die Besten und die Vorreiter sein und dieses Insektenschutzgesetz, das ist ja kein Gesetz, was Brüssel verlangt hat. Das ist ja ein Furz, den sich irgendwelche Leute hier ausgedacht haben, um die Landwirtschaft in Deutschland an die Wand zu fahren. Mehr ist das nicht. Wie gesagt, diese Farce alleine, auch die Vogelschutzgebiete reinzunehmen, morgen sehen die irgendwo auf dem Acker ein paar auf Spatzen landen, dann sagen die, oh, Spatz vom Aussterben bedroht. Wir machen jetzt hier ein Vogelschutzgebiet. Dann hätten die das über dieses Gesetz jederzeit aus der Produktion nehmen können. Und das Traurige eigentlich ist, hier oben haben die ganzen kleinen Betriebe gestanden. Familienbetriebe, Leute mit Eigenverantwortung, die Eigentum haben, die ihre Höfe haben, die haben hier gestanden. Und was ich hier vermisst habe, sind die großen Agrarbetriebe, auch aus dem Osten. Aber das sind halt angestellte Geschäftsführer. Dann ist der Leidensdruck nicht so hoch. Die gehen da woanders hin zum Teil auch und suchen sich einen neuen Job, wenn das vor die Wand gefahren ist. Und die denken, durch ihre Größe geht der Krug an ihnen vorbei. Und das ist eigentlich das. Und das sind die auch am meisten mit dem Finger auf die Leute dann zeigen, die hier sind. Und hinterher, wenn wir was erreicht haben, aber dann davon profitieren. Wir haben ja auch Spendenaufrufe gemacht für Sanitäranlagen und. Weil wir haben keine Kriegskasse, das sind alles freiwillige Bauern da hier oder Bauern, die selbstständige Bauern da hier, die das hier gemacht haben, die Aktion. Und da kam nicht von den Großen, wie können wir euch unterstützen? Und dann kam auch, wir waren beim Bauernverband, wir haben den Bauernverband gebracht oder mitgeteilt in der ersten Woche, Mitte erste Woche, dass wir hier sind. Die Antwort vom Bauernverband war, ja, aber ihr habt euch von Edeka kaufen lassen, schizophren. Okay, aber die haben uns angeboten, wo wir vor den Toren standen bei Edeka, geht ihr zur Politik, sind wir dabei. Und das haben die einfach wahrgemacht, sie waren dabei, sie haben unterstützt. Die haben ja mal locker mal einen Kostendruck von, mit allen, mit Nahrungsmitteln, mit Sanitäranlagen, mit allen Kostendruckwälzer, wo wir mal Kassensturz machen konnten, von 40.000 Euro genommen, die wir nicht gepackt hätten. Das war ja wie im Endhotel bei uns, weißt du selber. Und dann haben wir den Bauernverband natürlich auf diese Aussage hin, hätte er uns gefragt, wir hätten das doch auch unterstützt und euch doch geholfen. Aber ihr habt euch ja mit dem Teufel eingelassen, haben wir dann gesagt, gut, dann fragen wir mal den Bauernverband. Ja, und der Bauernverband hat uns, haben wir eine E-Mail geschrieben, wir haben dann nach, ich glaube, 4 Tagen, also die Woche war dann schon fast rum, wo sie uns helfen sollten. Wir haben dann angefragt, wie sieht's aus? 1000 Mal Versorgung, frühs, mittags, abends, die Toilettenanlage für 1000 Mann. Und da haben die uns mitgeteilt, dass sie sich mit uns nicht gemein machen. Das haben wir schriftlich mit den Landwirten, die auf die Straße gehen. Und das ist eigentlich so ein Jammer. Sie stellen sich immer hin und sagen, sie sind vertretungsberechtigt für 90% der Landwirte, was ich stark anzweifle, weil wenn ich hier sehe, wie wenig hier im Bauernverband waren, oder die wussten, dass die 10% hier waren. Das weiß ich nicht, dass sie eine Befragung gemacht haben. Also das war so peinlich, eigentlich beschämend. Das war hier auch Thema gewesen und viele, die hier waren, sagen klipp und klar, ich zahle mit meinem Betrieb, auch ostdeutsche Betriebe, die zum Teil hier waren, ich zahle 3.000 Euro, ich zahle 4.000 Euro an die. Wir gehen jetzt raus, weil die vertreten uns eigentlich nicht. Der Bauernverband ist ja in unseren Augen mittlerweile, die hier waren, ist es eine reine Industrievertretung, die können sich gar nicht für uns einsetzen. Weil der Ruckwitz sitzt in jedem Verband drin,
Industrieverbände überall im Vorstand mit, kassiert dort seine Kohle. Und warum sollte er uns tatsächlich vertreten? Seine Sprüche, seine Weihnachtsgrüße und seine ganzen Sprüche ist okay. Denn ich mache das jetzt wirklich nicht an den Bauernverbandsleuten fest auf Kreisebene. Also da sind viele richtig aktiv, richtig fleißig und reißen sich den Arsch auf, aber ab einer bestimmten Ebene wird das eh konterkariert und ist das dann, wird es dann zum Fürstentum eher. Und also das ist dann auch traurig den Leuten gegenüber, die sich unten Mühe geben. Gerade in Bayern, das funktioniert sehr gut. Drüben die Landesverbände, drüben auch die Landvolkverbände in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die arbeiten auch unten sehr gut. Das haben wir in den Gesprächen mitgekriegt, aber ab einer bestimmten Ebene ist es eigentlich nur noch eklig. Also so würde ich das mal beschreiben. Und wie gesagt, wir machen jetzt auf jeden Fall den Wahlkampf für die CDU. Wenn die sich bis Sonntag nicht einfallen lassen, dass man vielleicht ein paar Passagen ändern könnte noch, die uns aus der Schusslinie nehmen. Ich meine, dann ist das Gesetz zwar nichts mehr wert, aber das war es ja von vornherein nicht. Es ist ja nur ein Kaltenteignungsgesetz von Landwirten geplant gewesen auf über 1 Million Hektar. Wir haben jetzt schon Hektarflächen, viele Hektarflächen rausgekriegt. Wir haben nach dem, was wir uns gestern an Zahlen gekriegt haben, rechnen wir uns jetzt noch mit. Ich weiß es nicht. Ein Politiker vorhin hat mir gesagt, in Thüringen ist das doch nicht so schlimm, da geht es doch nur um 80.000 Hektar oder so. Oder 84.000. Also was kostet die Welt, weißt du? Aber dass das eine Enteignung dieser Flächen ist. Jeder Hektar, der rausgenommen wird, wird enteignet. Und das ist eigentlich das, was traurig ist. Es gab auch eine Demonstration vom Bauernverband, meine ich, am Freitag, den 4. Februar vom Bundestag. Mhm. Kannst du dazu was sagen? Ihr durftet ja... Wir durften nicht hin. Ihr durftet nicht ins Regierungsviertel. Also wir durften direkt in dieses Regierungsviertel dort nicht hin zu dem Zeitpunkt. Wir durften auch nicht an der Demonstration teilnehmen. Die wurde auch heimlich still und leise an uns vorbeigemacht. Es waren viele Fahrzeuge da, die wirklich verhindert hatten, weil wir ja mit unserem Parcours vorbeifahren, dass wir da auch nur irgendwo in diese Richtung gehen konnten. Es standen auf unserer Seite an dem Tag, also von drüben her nicht sichtbar, sehr viele Polizisten, die auch verhindert hätten, dass wir dorthin gehen. Also der Bauernverband hat sich da mit seiner Veranstaltung ganz böse abgeschirmt. Ich denke mal, der hatte Angst vor den hunderten wütenden Bauern gehabt, die da mit den Personen dort einfach nicht einverstanden sind. Und das war, wie gesagt, das Schlimme sind ja eigentlich die Aussagen vom Bauernverband und auch von der Bauernzeitung. Jetzt war letzt wieder in so einer Zeitung, in so einer Bauernblatt war jetzt drin, wirklich eine Seite über unsere Veranstaltung. Großes Bild Traktor, wunderbar. Thema war nicht der Inhalt, sondern Thema war, dass ein oder zwei Fahrzeuge eine schwarze Fahne drin hatten. Darüber konnte sich dann diese, ich glaube, das war sogar die Chefredakteurin, richtig lange aushalten oder auslassen. Und das ist einfach nur dieser Versuch, und das ist ja ein Bauernverbandsblatt, dieser Versuch dieses Verbandes, diesen Zusammenschluss der Verbände jetzt hier in die rechte Ecke zu schieben. Und wenn die da Geld und Zeit haben, also wer das liest von denen, die hier waren, der wird wahrscheinlich nur kotzen. Das ist so. Und dieser Versuch ist einfach sowas von eklig penetrant. Aber gestern waren ja die Freien Bauern hier, das ist ja auch ein Bauernverband. Die sind eigentlich von Anfang an auf unserer Seite, unterstützen das hier, haben unwahrscheinlich viele Mitglieder gewonnen. Und wir haben auch von vielen wirklich gehört, dass sie sagen, wir gehen aus dem Bauernverband raus. Wofür zahlen wir das Geld? Dafür, dass die hier nichts tun. Das Gesetz, dieser Gesetzesentwurf, den haben wir jetzt gekippt. Das läuft schon so lange. Wo war der Bauernverband bis jetzt? Wo war die Tätigkeit? Das, was wir gemacht haben, diese Gebiete rauszukicken, wäre deren Aufgabe gewesen. Das hat die gar nicht interessiert, weil im Glashaus, im Glasturm oben, wenn ich da drinnen sitze und nach unten schaue und meine Kohle zähle, dann interessiert mich sowas nicht. Wir hätten hier nie sein müssen. Wenn die ihre Arbeit machen würde, gäbe es kein LSV, gäbe es diese ganzen Verbände unten nicht, müsste es nicht geben, müssten wir nicht hier stehen und demonstrieren, zu Hause frieren die Leitung ein bei minus 22 Grad, wir haben einen halben Meter Schnee, wir kommen so nicht über die Runde, geben hier oben noch das Geld aus für Hotel und Unterkunft und Sprit und alles Mögliche. Und das ist nicht unser Job. Und das soll eigentlich auch nicht unser Job werden, aber vielleicht, wir waren ja jetzt schon auch bei der Wahl von dem Ruckwied in Erfurt gewesen. Und das war für uns eigentlich, standen einige nur da, das war schon schlimm,
dass der wieder gewählt wurde. Und dann, wenn ich dann höre von Mitgliedern vom Bauernverband, warum habt ihr den gewählt? Und dann kommt als Antwort, weil das kein anderer machen wollte. Dann habe ich keinen Präsidenten. Aber doch nicht jemanden, der den Bauern in den Arsch kriegt. Ich habe jetzt ein Bild gesehen vom Bundeskanzleramt. Ich weiß nicht, ob das eine Montage ist, aber oder ob das wirklich dort stand, das Schild, okay, oder dieses Bild dort entstanden ist. Ja, da wird dann gefragt, ob er auf der falschen Seite vom Flug steht, ob er den schiebt oder zieht oder was da ist. Aber als Nichtpraktiker, also das, es macht sich ja so viele mittlerweile lustig über den. So, und es ist nicht die Vertretung der Leute. Du hast ja selber gesehen, was die über den Bauernverband hier geredet haben. Die fanden das ja alles nur noch ekelhaft und sagen alle, das hat mit Bauernverband nichts mehr zu tun. Das ist nicht da. Das ist nicht die Aufgabe des Bauernverbandes, hier die Industrieverbände zu betreten oder zu vertreten. Es kam gegen Anfang der Woche, heute ist Donnerstag, noch andere Vertretungen von anderen Verbänden. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, das war ja alles. Das war ja da. Sekunde, ich muss nur ganz kurz. Das war ja der Milchbord, das waren ja alle eigentlich da. LSV, LSVD, den Vorstand vom LSVD haben wir auch weggeschickt. Ja. Weil das kann nicht sein, dass der uns hier tagelang bombardieren lässt. Und er lässt zu, dass wir von seinen Vorstandsmitgliedern hier bombardiert werden. Die haben uns ja genauso in die rechte Ecke, das ging ja bis zum Antisemiten oder bis zum Holocaust-Leugner, ging das ja da bei verschiedenen Leuten. Hat Leute aufgefordert, nicht nach Berlin zu fahren, hat dann schnell in Stralsund eine Gegendemo aufgemacht und hat dann die Leute aufgefordert, dorthin aus Mecklenburg, und die haben gesagt, ey, du spinnst wo, und sind zu uns gekommen. Ja. Der hat in Bonn eine Gegendemo ausgemacht und hat sich dann beschwert, dass Nordrhein-Westfalen zu uns fährt. Und so überall, hat es nur torpediert und hat sich dann zwei Tage vorher, hat er dann zufällig das erste Mal das Wort, ja, ihr müsst auch nach Berlin kommen. Hat aber parallel im Hintergrund, das wissen wir 100%, angerufen, hat die Leute genötigt, nicht zu kommen, das nicht zu unterstützen, weil das ist ja nicht in seinem Sonnenscheinpalast irgendwo da gewachsen, sondern hier einfach aus der Basis. Und dann kommt der Mann und stellt sich da ins Regierungsviertel hin, vor seine eigene Kamera, und schwingt dort Reden. Und dann wurde er schon von Leuten aufgefordert, du geh lieber, du bist hier unerwünscht, und das hast du auch schriftlich bekommen. Und dann stellt er sich vor seine Kammerin, ich warte auf meine Bauern und auf meine Traktoren. Hat er nicht alle Latten am Zaun, ich weiß nicht, was der sich einbildet. Der hat hier die Kollegen, da standen welche da, die hätten den in der Pfeife geraucht. Die wurden dann von anderen Kollegen zurückgehalten, wo die den gesehen hat. Ich glaube, das war für den das Beste, dass der von mir den Platzverweis gekriegt hat. Weil der hat hier alle wirklich in die absolut letzte Ecke stellen lassen. Der ist auch, ich weiß nicht, es sind Wahlen im LSV, und der LSV ist ungeheuer wichtig. Weil das ist eigentlich, ich kann jetzt nicht, wir können, man kann nichts Neues aufmachen für die Landwirte jetzt, nochmal eine Bewegung, das funktioniert nicht. Und der LSV ist da, und es gibt auch Arbeitsgruppen LSV, die sind richtig gut. Die sind wirklich gut. Aber ich kann dann nicht solche Köpfe, die Bauern hier nur mit Beleidigungen, mit Ausdrücken, wir haben davon 3-4 Kollegen dann, die sind dauerhaft in der Entgleisung. Und deshalb gibt es ja auch, haben sich ja alle abgespannt. Die 39er-Gruppe, die waren ja alle mal im LSV tätig, die haben sich ja alle abgespalten, weil sie sagen, das Geist ist Kind. Ja, das geht nicht. Es sind viele, die laufen noch blind hinterher. Die meisten in der Basis wissen nicht, was läuft. Jeder, der nicht nach seiner Pfeife tanzt, wird eigentlich geäxt, rausgeschmissen oder diffamiert, das vom ersten Tag an. Das kriegen die an der Basis viele nicht mit. Und ich weiß, wenn das jetzt rausgeht, klingelt wieder mein Telefon. Dann ist dann wieder eine hessische Stimme dran mit anonym, Bodo Bachter Hessen ist das dann. Ihr wisst ja alle, wer gemeint ist, und beleidigt mich dann wieder aufs Grobste, ohne sich anzumelden namentlich, aber das geht nicht. Und wir haben den dann einfach heimgeschickt, wir möchten den nicht hier haben, wir machen uns mit ihm nicht gemein. Wir machen uns mit dem LSV gemein. Du hast ja gesehen, wie viele Schilder auch vom LSV hier sind. Jacken. Und die sind gekommen und sagen, hier, wir sind die LSV-Ortsgruppe oder der LSV-Verband von diesem Land, und wir sind froh und wir unterstützen das alles. Und das sind ja, wie gesagt, und die gehören auch alle hierher. Und auch der LSV Deutschland gehört hierher, aber gewisse Personen gehören halt nicht her. Und das habe nicht ich entschieden allein, ich bin das Ausführende dann da hier. Sondern du hast ja die Stimmung im Vorfeld schon mitgekriegt, wo es hieß, der ist in Berlin oder kommt nach Berlin. Du hast es ja selber gemerkt, was in dem Lager los war. Die
haben schon geguckt, was sie für gescheite Holzscheite finden, dass sie dem einen Scheitel ziehen können. Also die Stimmung war richtig gereizt und der hat zu viele Leute vom Koffer geschissen. Ich denke mal, mit ihm an der Spitze wird es auch diesen Zusammenschluss, der auch gestern besprochen wurde und den wir auch gestern dann oben bekannt gegeben hatten, das war ja im Hintergrund, liefen ja auch die Gespräche, dass wirklich alle Verbände unter dem Dachverband LSV zusammengehen, gemeinsam mit dem Freien Bauern. Das wird so lange nicht kommen, wie da 2, 3 Hanseln rumhanseln, das haben sie auch gesagt. Und die hoffen ja jetzt auf die Wahlen im LSV, dass da eigentlich Klarheiten geschaffen werden. Weil das wäre schön, das ist wichtig. Ich selber bin auch aus dem LSV raus, weil ich habe eine große Fresse, das weiß ich. Ich weiß das. Und ich lasse mich von niemandem verbieten oder vorschreiben, mit wem wir irgendwo zu irgendwelchen Sitzungen gehen oder Verhandlungen gehen und alle Verbände sind doof, nur sie sind gut. Das gibt's ja nicht. Keine Lust drauf. Gestern waren ARD und ZDF beide da, haben gefilmt. Du hast auch ein Interview gegeben an ZDF. Ja, mein ZDF, der Bayerische Rundfunk war da, der RBB war da, dann waren beide Radiosender da. Die haben mich früh schon rausgeschmissen, da ging es ja dann, wann die früh anfangen, da ihr Morgenradio, das ist zum Kotzen, da gehst du demonstrieren, dann kannst du mal ausschlafen. Und dann stehst du früh, halb 6 bin ich aufgestanden, dass ich pünktlich zum Interview bin, und nur für einen O-Ton, nur für einen Einspieler früh. Das war dann nicht so lustig, aber alles okay, es muss ja gemacht werden. Mhm. Also in abends der letzte Abendsport dann mit irgendwelchen Behörden oder so, der ist dann irgendwann mitten in der Nacht fertig. Aber es gehört alles dazu. Für mich war es gut. Ich denke mal, ich habe so 7, 8 Kilo abgenommen bei der Reise. Trotz sehr guter Versorgung. Aber das schlaucht eben auch. Mhm. Weißt du? Ja, die Medien haben, also gestern war viel da. Die ganzen 16 Tage keiner, ne? Ja, warum sind die Medien nicht da? Die Frau Schulze ist im Medienrat. Und ich glaube mal, wenn wir gegen sie demonstrieren und hier ihr den Arsch heiß machen, auf Deutsch gesagt, wegen ihrer populistischen Gesetzeslagen, die sie daraus knallt, dann wird sie das nicht noch medial begleiten lassen wollen. Und also die Leute waren alle so enttäuscht und haben dann rausgesucht, wer alles in dem Medienrat sitzt. Mhm. Sollte vielleicht jeder mal tun und dann wisst ihr auch, warum über uns keine mediale Berichterstattung kommt. Also das darf ja nicht rauskommen, was wir hier sagen. Mhm. Das geht gar nicht. Also wir waren ja auch heilfroh, dass ihr da wart. Ihr habt uns ja von der ersten bis zur letzten Minute. Aber ihr wart auch alles, habe ich gehört. Ihr seid auch Antisemiten, ihr seid Rechtsradikale, Holocaust-Leugner. Ja, genau. Wie gesagt, also das haben wir auch durch. Ja. Aber die haben nicht kapiert, dass ein Journalist an der Basis sein muss und dass er mit dem sprechen muss, über den er berichtet. Ja. Und dann auch vielleicht auch mit dem auf der Bühne steht, wenn er ihm dort ein Interview abnimmt oder was. Wie gesagt, der Umgang mit den freien Journalisten hier war auch sehr beeindruckend. Also da wurden wir auch beim ZDF, als er dort war, wurde danach gesagt, ja, aber Sie haben sich mit dem und dem, der war bei Ihnen und da können wir doch nicht über Sie senden. Also das machen wir uns doch nicht gemein. Das wurde uns im ZDF gesagt. Und das war dann die Begründung, warum ZDF bei uns hier 14 Tage nicht berichtet, weil andere freie Medien hier berichten. Ja, kannst froh sein, dass du jetzt noch ein Interview geben kannst, nachdem du da gestern im ZDF gesprochen hast. Ne? Ja, ihr seid ja nicht so nachtragend. Aber wirklich, was wir hier medial erlebt haben, das war unter aller Sau. Und es haben so viele auch Landwirte aus ganz Deutschland haben uns dann angerufen. Wir haben den und haben uns auch die E-Mails und die Antworten geschickt und haben den ZDF angerufen und gesagt, unsere Leute sind dort oben. Warum berichtet ihr nicht? Und die haben dann so lapidare, wir haben das im Auge und wir haben das auf dem Zeiger und bei gegebenenfalls werden wir dann berichten. Die haben auch berichtet. RBB hat berichtet. Mhm. Die haben gewartet, nach 6, 7, 8 Tagen war das, haben die gewartet, bis wir alle mit unserem Camp rausgefahren sind zum Frühsport. Also wir machen täglich eine Morgenrunde, um den Berlinern zu zeigen, wir sind da. Jeden Morgen zur selben Zeit stoisch eine Runde von 2, 2,5 Stunden wird gefahren, im Schritttempo, der Verkehr wird lahmgelegt. Dabei, also wir zeigen dann demonstrativ unsere Fragenstellung oder uns, wir demonstrieren dann damit auf der Straße. Das kommt nur im Verkehrsfunk. Alle Medien, kein Medienkanal hat darüber berichtet. Okay? Dann sind wir ja bei ZDF und ARD vorgefahren, wir sind zu Axel Springer vorgefahren, wir sind zum RBB vorgefahren. Der RBB hat dann der Einzige, die haben dann schnell die Bereitschaft rausgeschickt und haben wenigstens mal so getan, als wenn sie ein Bild machen, aber mit uns hier gesprochen.
Wie gesagt, die Ansage war dann, ja, na, gucken Sie mal, wer bei Ihnen filmt, alles, also da, mit denen machen wir uns nicht gemein. Also es ging nicht um die Landwirte, sondern es ging ganz einfach darum, wer das noch dokumentiert. Und das war dann die Ausrede, die Landwirte und ihre Probleme nicht filmen zu müssen. Also diese freie Berichterstattung, hier sind viele, die haben gesagt, und wenn ich denen nur Arbeit mache, aber ich bestelle jetzt erstmal meine GEZ ab, weil das hat nichts mit einer freien Berichterstattung zu tun. Hat es auch nicht. Das ist, ich hätte es nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Und wir fahren jeden Tag, fahren wir am ZDF Hauptstadtstudio vorbei. Die stehen am Fenster und gucken. Manche Tage mit 400-500 Traktoren in Schrittgeschwindigkeit. Wir fahren, also die sehen uns, wenn wir dort vorbeifahren, bestimmt vom ersten bis zum letzten Fahrzeug eine Stunde, bis der letzte dort vorbeirollt bei denen. Das Einzige, was die machen unten schnell die Tür zu, dass da ja keiner reingeht. Also das haben wir schon immer gelacht, das ist schon. Aber wie gesagt, wir hatten dann den Fall, was ich erzählen wollte. Da sind wir aus dem Lager rausgefahren. Die Polizei hat es immer links hingestellt. Ja. Wenn wir links aussteigen, geht er nur beim Traktor links, dann standen wir auf der Grünanlage. Okay? Die Grünanlage wurde erst neu angelegt, das heißt, die war noch nie grün. Die wurde jetzt erst fertiggestellt. Dann haben die gewartet, bis wir weg sind. Dann gab es einen Bericht darüber, dass die bösen Bauern in Berlin die Grünanlagen zerstören, dass die bösen Bauern einen Schaden gemacht haben von 50.000 Euro und dass die jetzt das Grün, also die Baumaßnahme war erst im Oktober, November beendet. Also das ist nur ein Sandplatz dort. Und dass wegen uns jetzt, dass wir jetzt die ganzen bunten Blumen auf die, wirklich, wir haben die bunten Blumen und die ganzen, alles, was auf dieser Fläche stand, haben wir zertreten. Auf dem Sandplatz. Also das war dann der Bericht. Wir haben einen Schaden gemacht von 50.000 Euro, der uns dann auch irgendwann mal angelastet werden wird. Es gab nur ein Problem. Danach hat die Polizei bei der Verfolgungsjagd das Ding dann so zerrammelt und hat sich drin festgefahren, sodass Jan Afrika die dann mit seinem Schlepper rausgezogen hat. Mhm. Also jetzt können sie dort wahrscheinlich eher Kartoffeln anbauen, weil die Spuren sind schon da. Also wer Kartoffeln anbauen möchte in Berlin, direkt vom Markt, da hier kein Problem. Also wir haben schon die Grundlagen geschaffen. Ja. Und jetzt sind wir ja mal gespannt, was dort ist. Und wir filmen eigentlich auch nur, du hast ja auch mitgefilmt, wenn die Polizei über diese Flächen kreuz und quer drüber fährt. Also der Traktor hat noch nie drauf gestanden. Nee. Die Polizei feuert jedes Mal drüber. Und das machen wir nachher bei der Rechnungslegung. Von denen hängen wir denen auch eure Bilder dran und fragen dann, ob das Fahrzeuge der Demonstration waren. Und fertig. Also das, Medien ist so eine Sache. Wie geht es jetzt weiter? Ihr bleibt erstmal in Berlin? Wir bleiben. Wir machen jetzt die Absprache gerade, welches Bundesland wann wie besetzt. Jedes Bundesland, jede Truppe, irgendwo 2-3 Tage. Wir sprechen jetzt mit Maschinenhändlern rundherum, dass die uns Traktoren herstellen, dass wir unsere Technik mit runternehmen können, dass wir Vorführgeräte herkriegen. Da haben auch schon einige signalisiert, die möchten ja sich auch präsentieren. Die können auch ihre Werbung alles dran machen. Die können da einen Hänger hinten dran hängen an den Traktor mit ihrer Werbung, mit ihrer Firma. Ist jetzt gleich eine Werbung, gell? Also wer hier Werbe fahren möchte in Berlin, einmalig, ihr steht am Alex und fahrt dann jeden Tag unter den Linden spazieren bis zum Potsdamer Platz. Also wie gesagt, wir machen jetzt wirklich, es werden jetzt einige dort einsteigen und dann fahren nur Personen hin mit ihren PKWs, die dann für 2-3 Tage hier die Stellung halten, im Wechsel, sich von der Berliner Bevölkerung bedienen lassen. Hast du gestern die Massen Kaffee gesehen? Mhm. Das sind Restaurants gekommen, die eigentlich wegen Corona zu haben. Die hatten körbeweise Thermoskannen in allen Größen mit Kaffee, mit Tee jeder Sorte. Und hätte ich da mitgehalten, ich wäre ja gar nicht mehr vom Klo runtergekommen, so viel. Wenn wir das alles hätten trinken müssen. Das Essen gestern auch. Das war, also ich habe erstmal Nudeln und Tomatensauce, die sah sehr gut aus. Also privat von den Leuten gekocht, in 17 Liter Töpfen kommen die hier an. Da gab es erstmal Nudeln mit Tomatensauce, war super. So, dann kam der nächste Kollege an, ich war eigentlich schon satt, aber der kam mit so einer richtig geilen Hühnerbrühe mit Nudeln, da musste ich nochmal zuschlagen. So, neben mir stand eine Kollegin, die aß dann vom Chinesen. Die nächsten kamen dann mit dem Turm Pizza, den konnten die kaum tragen. Und dann kam Klaus an und sagte zu mir, da hinten gibt's, wie heißen die, Hamburger. Ja. Also, gell? Und das davon haben wir nichts bezahlt. Das kriegen wir von den Leuten hier als Spenden. Es gibt hier eine Telegram-Gruppe mit über 1.000 Mann drin. Die stimmen mittlerweile ab, weil die gemerkt haben, es wird zu viel und fragen bei uns an, wie viele Mann sind da zum Essen und beliefern uns mit Essen.
weil die alle sagen, ihr müsst bleiben, ihr zieht das durch, egal wie und bis zum bitteren Ende und wir unterstützen das, aber lasst euch nicht klein machen. Also die Unterstützung ist so wahnsinnig. Mhm. Feuerholz, wir haben heute ist der grüne Container abgezogen. Ich sage hier, wenn ihr Platz habt, da bringt Holz mit weg. Wir wussten nicht mehr mit dem Holz wohin. Das ist ja gigantisch. Und dann sagt der Nächste, und wenn die wieder Holz brauchen, ich sage, dann musst du nur Holz sagen. Sagt, wenn du hier Holz sagst, hast du ein Problem, dann musst du weggehen, dann schmeißen die dich zu. Dann kommen die wieder mit dem PKWs und allem. Ja. Also das, wir hatten ja eigentlich Angst vor dem Kostendruck, der auf jeden nochmal kommt. Aber ich habe hier noch nie Lebensmittel kaufen müssen. Gibt's nicht. Wir haben sie zum Obdachlosen weitergefahren. Wir haben dann zum Anschluss, unser Lager heißt Karl-Marx-Allee, Feuertonne 1. Ja. Das kann man bei jeder Pizzabude mittlerweile in Berlin, die in der Nähe ist, Bescheid geben. Die wissen, wo das hin muss. Also, aber bitte nichts mehr schicken. Okay? Wir haben genug. Und die haben uns so voll gefahren. Wir haben dann wirklich zu den Pizzadiensten gefahren. Bitte einfach weiter, fahr zum nächsten Obdachlosen, der irgendwo am Straßenrand sitzt. Wir haben hier sehr viele gesehen. Mhm. Auch bei diesen schlechten Temperaturen, die Tag und Nacht unter den Brücken sitzen. Und das ist so viel Elend. Und ich glaube, die haben noch nie so viel Pizza gesehen wie diese drei Wochen, wo wir jetzt in Berlin sind. Wir haben ja halb Berlin mit Pizzen versorgt, weil wir können nichts wegschmeißen. Das ist auch schade drum, das wäre auch unverschämt. Und wir haben die Missionen versorgt mit Schlafsäcken, mit Decken. Wir wussten ja gar nicht, wir haben es ja transporterweise wieder wegfahren müssen. Die haben uns ja totgeschmissen damit. Also und wie gesagt, vorhin kam eine Frau, die genau in dem Haus wohnt, vor deren Aufgang wir nun seit 17 Tagen die Feuertonnen stehen haben. Und ich denke mal, das zieht auch bei der in die Hütte rein. Und die habe ich oft gesehen mit ihrer Mütze, mit ihrer Wollmütze. Und dann kommt die raus und bringt Kaffee und macht und so. Und im Gespräch sagt, das ist die Hausfrau. Und die kam vorhin und sagte, na, hast du jetzt schon genug für deine Toiletten? Ich sage, nee, weiß ich noch nicht. Sag ich, kriege ich dann mit der Abrechnung. Und da holt sie den Briefumschlag raus, sagt, hier sind 300 Euro, aber ich möchte nicht, dass das hier an die große Glocke kommt. Ich sage, die vom Ordnungsamt haben mir gesagt, wenn wir jetzt weiter demonstrieren, am besten nicht mehr bei euch hier vor der Tür, weil, sagt die, ihr bleibt. Und das ist die Meinung der Bewohner dort. Wir haben hier noch nie ein böses Wort von keinem Bewohner. Das ist, glaube ich, ein Elfgeschosser, was dort ist. Das ist ein Riesenblock, da sind ein Haufen Leute drin. Also dieses Verständnis für die Leute haben wir nie erwartet. Also wir haben gedacht, die schmeißen uns vom Platz und belegen uns den ganzen Tag, das Ganze vergessen. Also im Gegenteil, die kamen ja sogar mit Kindern abends, ich denke mal so nach dem Abendbrot oder davor nochmal die Runde. Oh, die Trecker kommen wieder jetzt. Genau, vom und dann stehen die gehen. Da und winken und dann dürfen die nochmal in den Trecker steigen und dann sind die alle glücklich und dann gibt es bei uns vorne Bratwürste. Die Kollegen haben ja auch Massen mitgebracht. Wir können ja gar nicht so viel essen, wie da ist. Und dann stehen die mit am Bratwurstrost. Also hier, es schmeißt jeder alles auf einen großen Haufen und es nimmt sich jeder wieder runter und der Haufen wird nicht alle. Und egal wer was will, es greift jeder irgendwo hin, es ist alles da. Da fragt keiner, wem was ist. Und wenn du fragst, ey, bist jetzt blöde. Nimm dir jetzt und gut. Und wenn einer vorbeiläuft, haben sie Hunger, wollen sie mit, kommen sie doch mal ran. Und hast du mitgekriegt, das war eigentlich das Schöne an diesem. Das war schön. Also das ist schon eine geile Geschichte gewesen. Und es heißt gewesen, es geht ja weiter. Und wir gehen auch wieder hier hoch, wenn die TA Luft kommt, machen wir das weiter. Wir haben jetzt erstmal angemeldet bis Ende März. Die Verlängerung gemacht, dass die wissen, dass wir da sind. Ja. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger, jetzt ist es eingelaufen, jetzt kann ich mich dann auch dünner machen. Ich muss zwingend den Betrieb runter. Ich habe dort viele Probleme und viel Ärger. Bei uns ist es auch nicht so dicker, eher dünn im Moment. Und deshalb verstehe ich es eigentlich nicht, dass solche wie ich hier hochfahren, weil sie es irgendwo auch die Verantwortung sehen für die Kollegen und auch für den Berufsstand Landwirt oder für, und ich bin ja nicht mehr gelernter Landwirt. Aber weil wir wissen, dass die uns sonst in den nächsten 10, 20, 30 Jahren alle kaputt spielen. Und ich habe ja eigentlich diesen Kampf da hier für die Landwirte begonnen, damit, dass wir diese vielen, vielen, vielen Schäden haben. Die Schäden bei uns durch den Wolf und die Folgeschäden gehen ja mittlerweile in die Hunderttausende. Mit Rückzahlungen, weil wir Flächen nicht bewirtschaften konnten, weil wir Flächen verloren haben, weil die Einnahmen gefehlt haben durch die Lämmer und. Weil Fördermittel zu spät gezahlt wurden, und dann verlierst du wieder Flächen, dann musst du da wieder Geld zurückzahlen, dann sind die Tiere rum, wenn sie von der Weide kommen, weil sie wolfsgeschädigt sind, du kannst sie nicht anfassen, dann kommt ein Veterinäramt und sagt dir nochmal 30.000 Euro Strafe, CC-Kontrolle.
das hält keiner durch. Und die zeigen einem dann alle mit dem Finger auf dich und sagen, guck mal da, der Doofe. Okay? Und wie scheiße das dem geht und was ist denn das für ein Assi, auf Deutsch gesagt. Und keiner hinterfragt. Und das kann morgen jeden treffen und jeder Mutterkuhhalter, der heute noch draußen steht mit seinen Kühen. Deutschland will 20.000 Wölfe. Das macht genau dieses Ministerium, das jetzt dieses Gesetz verabschiedet hat oder eingebracht hat. Die wollen 20.000 Wölfe nach Deutschland. Für Rinderhalter ist keine Prävention vorgesehen, sind keine Kostenübernahmen vorgesehen. Das ist eigentlich das nächste Thema, was wir jetzt bei uns abarbeiten. Kostenübernahme im Falle Wolfsangriffe, die Aufstellungskosten, die Tierarztkosten. Wer will denn einen Bullen oder eine Herde nochmal auf eine Koppel stellen, wenn der Wolf da war? Und die standen einmal auf der Straße. Und zweites Mal stellt die keiner auf der Wiese. Das kannst du vergessen, weil wenn die dann wieder auf der Straße stehen, schlimmste Fall, der Schulbus fährt rein, 3 tote Kinder, was passiert dann? Dann kommt der Staatsanwalt und sagt, du hast es doch gewusst, das ist Vorsatz. Du bist im Wolfsgebiet, der Wolf war schon da. Das heißt, die müssen ihre Tierproduktion nach innen verlegen. Die nehmen ihr Winterfutter und füttern das im Sommer. Und das ist keinem bewusst, das ist keinem Betrieb wirklich klar. Und die denken alle, der Krug geht an dem vorbei oder der Kelch. Das kannst du vergessen. Mich hat es dermaßen getroffen und Thüringen wissen es ja nun alle. Und es sind ja genug, die sich darüber auslassen, über unsere betriebliche Situation, ohne das zu hinterfragen. Und wirklich, wir können eigentlich kaum noch husten. Kollegen oder eine Kollegin auch hat sich mitgekümmert, auch, dass man hochkommt, dass man Sprit kosten und. Wäre ich zu meiner Frau gegangen und hätte gesagt, ich fahre nach Berlin, gib mir Spritgeld, hätte ich mich in den Arsch getreten. Ich kann mir das nicht leisten. Das ist eigentlich das, warum alle hier hoch müssen. Weil das, was die jetzt mit mir gemacht haben, machen die auch mit euch. Egal wie, über diese Enteignungsgesetze, über die Wolfshaltung, die sie machen, über jeden Furz, den sie sich morgen wieder einfallen lassen. Und wenn ihr euch nicht wehrt, seid ihr selbst dran schuld. Viele haben es verstanden hier oben. Und viele lernen wahrscheinlich nur durch Schmerz. Und wenn die das durchsetzen, sind die Schmerzen so groß, da gehen so viele Betriebe kaputt. Und eigentlich, ich als Schafhalter wäre ein Nutznießer davon, von diesem Gesetz, wenn das so durchgekommen wäre. Weißt du, wie viele im FFH-Gebiet ihre Pflanzenanbau nicht mehr hätten machen können? Das würde alles veröden, das würde irgendwann Schafhutungsfläche werden. Aber es gibt ja keine Schäfer mehr. Wir brauchen es ja schon nicht mehr, um Flächen zu schlagen. Wir machen es zwar noch, aber nur, weil wir dumm sind. Mittlerweile gibt es zu viele Flächen und es müsste einfach nur diesen NGOs, diesen ganzen, dem müssten diese Flächen entzogen werden, weil die machen keinen Naturschutz, die kassieren nur Kohle dafür. Wenn ich sehe, was die, wie sie alle heißen, Nabu und Co., wenn ihre Viecher draußen verrecken und so, die Skandale werden alle klein gehalten, am Ende sind die Bauern, die hinfahren. Jan Bernd hat erzählt, wie sie oben diese halbverreckten Ponys da, Exmoor-Ponys da gerettet haben und haben sich darum gekümmert und so, haben sie zu sich geholt, haben sie gefüttert und dann sind die NGOs nicht mal gekommen und haben gefragt, wie es den Tieren geht. Gar nicht. Uninteressant. Der Bauer macht kein Problem, da kam keine Nachfrage, die Viecher sind denen egal. Und mit diesem Enteignungsgesetz, was hier eigentlich jetzt geplant war, was wir weggehalten haben, da wären das 1, ich weiß nicht wie viel Millionen Hektar, die irgendwann wieder denen hätten zuspielen können. Und wo die dann wieder hätten Geld verdienen können. Weil irgendwann wird diese ganze Geschichte Fördermittel. Das wird irgendwann kippen, weil das Geld wird immer weniger, es wird alles immer teurer, dass die dann hergehen und sagen, okay, wir bezahlen nur noch Staatsaufgaben. Staatsaufgabe ist Pflege von Natura 2000 Fläche. Das ist die Staatsaufgabe, nichts anderes. Ansonsten kommt Defizitverfahren und dorthin werden irgendwann dann auch diese Hauptbatzen dieser Gelder fließen. Wir haben ja jetzt schon die Verschiebung von der ersten in die zweite Säule. Also die Kollegen, die wissen da schon was mit anzufangen. Und das wird immer mehr werden und die sammeln sich immer mehr Flächen und kassieren immer mehr Flächen ab und das werden dann die sein, wo diese Fördermittel hingeht. Nahrungsmittelproduktion will hier keiner. Das haben wir ja mitgekriegt. Nahrungsmittelproduktion, wenn die wollten, dann hätten die nicht versucht, so ein Gesetz zu verabschieden. Da würde jetzt da nicht der Regenwald brennen und Greenpeace und alle gucken zu. Die WWF und wie sie alle heißen, die waren ja alle da hier. Und dann wollten uns hier einfach Pferd erzählen, was die für tolle Jungs sind und wie toll denn die Zusammenarbeit ist. Gut, WWF hat sich wenigstens gestellt. Aber den haben wir dann auch gesagt, wo seid ihr, warum seid ihr hier, warum seid ihr nicht im Regenwald? Warum schützt ihr nicht die Tiere?
warum höre ich nichts davon in der Zeitung? Und dann sagt er, naja, wir haben ja ein paar Aktivisten dort vor Ort. Dafür passieren die Hunderttausende von Spenden. Ja. Greenpeace, wo sind die? Die sitzen in Hamburg in der teuersten Lage, in der Hafen City, in der teuersten Lage, im größten Glaspalast, den es gibt. Warum sind die nicht im Regenwald? Warum nehmen die die Gelder von denen, die hier Millionen teure, weiß nicht, die Hütte, ich weiß nicht, ob da 50 Millionen gereicht haben oder 100, weiß ich nicht. Warum wird das Geld nicht ausgesetzt, nicht genommen, um den Regenwald zu schützen? Das kannst du alles vergessen. Und dann gehen die mal her und machen wir irgendwo eine Besetzung von einem Schiff oder von einem Kraftwerk. Mhm. Da lassen sich 5 Aktivisten abseilen mit 4 Plakaten, mit Kameras, ja, die dann schon eine Woche vorher bestellt wurden. Ein Pastortransport ist mal wieder. Genau, genau. Wenn die wieder mal Geld brauchen, dann kommt das und dann müssen die das bringen. Aber im Regenwald sehe ich keinen. Im Regenwald werden bald unsere Nahrungsmittel produzieren. In 3 Jahren soll das Gesetz nochmal auf den Tisch kommen? Das verhindern wir. Wir machen so lange Wahlkampf, bis die diese Klausel raus haben. Mhm. Das ist Fakt. Also vor dem hören wir auch nicht auf. Und jetzt liegt es aber an den Kollegen draußen. Die sagen, ach, ich fahre nicht nach Berlin oder sonst was. Ihr braucht nur in eure Landeshauptstädte zu fahren, in eure Kreisstädte zu fahren und euch dorthin zu stellen und eure Hänger an eure Felder, an die Hauptstraßen zu stellen und zu schreiben, welche Volkspartei euch gerade den Boden unter den Füßen wegzieht. Nur so können wir es verhindern. Hier oben nicht mehr. Bochenochsen vors Horn, der merkt es nicht. Aber tritt in die Eier, das spürt er. Und die Basis, die muss jetzt eigentlich unten so viel Druck kriegen. Gerade dieses Jahr ist das Wahlkampfjahr. Müssen die so viel Druck kriegen, dass die hier oben moben und sagen, ändert das Gesetz, ansonsten fliegen wir überall raus aus den Parlamenten. Und wenn die das Gesetz ändern, sind wir die Letzten, die nicht sofort die Plakate einrollen. Aber dann hier sofort nachweislich geändert. Und das ist eigentlich das, was wir haben wollen. Wir haben uns jetzt so weit rausgelehnt, wir haben so viel auf uns genommen. Weißt du? Dann ziehen wir auch durch. Liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Ja, erstmal bei meinen Leuten bedanken. Das ist wichtig, dass die den Rücken so frei gehalten haben. Das Private, wisst ihr selber, bin ich immer nicht so. Ich habe genug Druck bei mir. Ich hoffe, dass wir irgendwo bei uns jetzt noch mal das Ruder rumheißen können, dass wir da irgendwo Hilfestellung kriegen. Müssen wir schauen. Und ansonsten einfach nur gesund bleiben. Weißt du? Ja, guck nicht so. Vielen Dank für das Gespräch.